Welcome back to another German Food Review and it's Chutbullar time. Chutbullar, so meatballs, Swedish meatballs or Swedish style, whatever, by Mr. Fix. Okay, here's Mr. Fix. Okay, and that is Kaiser Stuff, €2.49 for 350 gram, this way, right? Okay, so meatballs with potatoes and a sauce. Eifler Fleischwaren. So, meatballs. 25% and it's pork and beef. Rindfleisch. Okay, potatoes. Where are the potatoes? Here the potatoes, no percentage. Yeah, not a lot of stuff in here. That's okay. Calories. Of course, a lot of salt. proportion 473, so it's quite high. Protein and the fat, yeah, it's not low, but protein is quite low. And salt is of course high. Microwave, 3 minutes. 600 watt, 3 minutes, 900 watt, 2 minutes. Okay, then 3 minutes. Yeah. Is there something else? No. Let's open it. And oh damn it, where's the knife? Here's the knife. No, here's a fork. No, a knife is better. Right, a knife is better. So, okay. This is enough. Maybe a little more. Okay. And let's put it in, or sniff test first. Please focus. Smells like nothing. Back in a sec. So, here it is, and yeah, it smells like nothing. That is weird, again. It's just hot. Okay, I hope it tastes like something. Okay, let's open it up. Looks a little thin. So let's get rid of this one here. Yeah. 1, 2, 3, 4 meatballs, maybe. Let's pour it on the plate. Whatever. Yeah, that is weird. These are potato cubes. But here are potatoes. Like a piece. Yeah, but okay. Well, but tastes good. So let's do a thumbnail. And then it's eating time. Okay. Yeah, 5 meatballs, tiny meatballs. And 1, 2, 3, 4 meatballs on it. Oh, that's okay. But yeah, I want real potatoes. So let's start with the potatoes. Here we go. Oh, not soft. It's okay. And it tastes like something, but sniff test again. Okay, now it smells a little bit like sauce. But yeah, very, very light. Strange. They think you need a spoon. Whatever. Let's try the meat here. The important part, right? It's called chutbullar, so let's try the meat. Okay. Yeah, looks like a meatball. Oops. Sorry. So here we go. Too soft. Okay. Yeah, overcooked or so it feels like. 2 days overcooked, super soft, falls apart without biting it. But flavor is okay, but the mouth feeling is not good. Potatoes are better. Here we go. And yeah, fork is not a good idea.
I don't have a spoon right here. Damn it. Let's eat it with the fork. Yeah, salty, potato, light sauce, except the salt. That's not light. Would I buy this one again for €2.50? No. Not good enough for the price. Taste-wise, no. Let's try the meat again. Yeah, the flavor is okay, but the feeling is not good. Not sure, for €1.70, maybe. Don't know. Well, their flavor is okay. It's just too salty, as always. Sauce is a little creamy, that's okay. Potatoes are fine. Better than the meat. Oh. One more. One meatball at once. Yeah, rating for this one, it's too pricey for what it is. €2.50 is too high for that. You can get better stuff for less money. Flavor-wise, it's okay. Well, I want real potatoes, not cubes. Or they should put on cubes here. Meat is too soft. Yeah. Generous thumbs up. I mean, it's definitely edible, but €2.50 is too high, and it's too salty. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt Köttbullar, Fleischbällchen nach schwedischer Art mit Kartoffeln und feiner Soße. Von Mr. Fix, das ist Kaisers Zeug, Kaisers Tengelmann. Kennt ihr Mr. Fix? Gibt's das bei euch? Kaisers gibt's ja nicht irgendwie nicht überall. Deftig, kräftig. Feine Soße, alles klar. Und das kommt aus der Eifel oder so. Gutes aus der Eifel. Eifler Fleischwaren. Lissendorf. Okay, hab ich noch nie gehört. Ja, 350 Gramm, 2,50 Euro. Das ist schon höher für so ein Essen hier. Also sollte es schon besser sein als die Dinger für 1,69, würde ich schätzen. Oder seht ihr das anders? Dann lasst mal einen Kommentar da. Okay, und was hier drin? Ja, Fleischbällchen 25%. Und das Schweinefleisch und ein bisschen Rindfleisch. Okay, Kartoffeln sind drin, sagen sie keine Prozente an. Aber sie sind geschwefelt. Und der Rest ist wahrscheinlich dann die Soße. Okay. Kalorien sind auch ziemlich hoch. 480 Kalorien für 350 Gramm ist schon auf der höheren Seite. Für so ein Gericht. Und ja, Salz ist natürlich übertrieben hoch, wie immer. Und Fett, ja, Eiweiß ist aber niedrig, alles klar. Und man macht es natürlich in der Mikrowelle. Kein Mensch auf dieser Erde sollte es im Wasserbad machen. 600 Watt, 3 Minuten habe ich gemacht, denn meine Mikrowelle kann keine 900. So, wie gesagt, 2,50 Euro im Kaisers. Und das Erste, was ich erwarte, sind richtige Kartoffeln. Und wie ihr seht, sind da Kartoffelklumpen drin. Ich habe nichts gegen Kartoffel, nicht Klumpen, Würfel. Aber wenn das hier so drauf ist, dann sollte es doch schon so ähnlich da drin sein. Und diese Kartoffelwürfel sehen nicht mal ein bisschen ähnlich aus. Ja. Und hier sind abgebildet 4 Köttbullars, sagt man das so? Ja, Fleischbällchen. Und hier waren 5 drin, das ist gut so. Auch bei 4 hätte ich nicht gemeckert. Ja, das ist okay. Und die Soße ist okay, ja. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. So sieht's aus. Soße. Kartoffelwürfel. Mit den Kartoffeln ist nichts falsch. Die werde ich als erstes mal kosten. Here we go. Ja, die sind nicht sehr weich. Das ist gut. Kann man schön drauf rumkauen ein bisschen. Und schmeckt natürlich nach Kartoffeln. Ja, so natürlich ist das nicht. Deshalb sage ich das ja immer. Aber einige checken das nicht. Manchmal schmeckt Kartoffel eben nicht nach Kartoffel. Oder Spaghetti schmeckt auch nicht nach Spaghetti. Und so weiter. Here we go. Aber die sind gut, die kann man essen.
Ja, dann kommen wir noch zur Soße. Ich glaube, es ist besser, wenn man einen Löffel nimmt. Aber ich habe gerade keinen Löffel hier. Here we go. Ja, die ist natürlich salzig, aber geschmacklich schon okay. Halt für mich ein bisschen zu viel Salz. Oh, der meckert hier nur rum. Kann man schon essen, wird man halt durstig von. So, und dann kommen wir natürlich zum Highlight, denn es heißt ja Chutbullar. Also geht es um die Fleischbällchen. Und so sehen die aus. Ziemlich mickrig, aber es waren 5, also es ist schon okay. Und ja, sieht okay aus. Lassen wir einen aufmachen. So sieht es von innen aus. Das sieht auch noch okay aus. Nicht irgendwie furchtbar, sondern halt ja, wie was Geschreddertes ohne furchtbare Stücken. Welch mal kosten. Hier wie auch. Dann kommen wir allerdings schon zum Problem. Die Dinger sind super weich. Weicher als weich, da braucht man gar nicht kauen, das könntet ihr runterschlucken. Wenn das im Hals stecken bleibt, müsst ihr noch ein bisschen mehr schlucken, dann verfällt es gleich. Das ist zu weich für mich. Ja, könnte man auch ohne Zähne essen. Aber geschmacklich geht so, schmeckt ein bisschen nach Fleisch. Ja. Ja. Aber es gibt bessere. Und jetzt wollen wir hier die Kartoffeln noch essen. Kartoffeln. So. Ja, ist keine gute Idee dafür, eine Gabel zu nehmen, aber okay. Da muss ich jetzt durch. Dann werden wir hier nochmal so ein Fleischbällchen essen. Also insgesamt kann man es natürlich schon essen. Schmeckt natürlich nicht richtig furchtbar, aber für 2,50 kann man auch was Besseres kaufen. Ja, da lohnt sich der Preis nicht. Aber wenn man es kauft, muss man es nicht wegschmeißen. Kann man schon essen. Aber ich würde es nicht nochmal kaufen. Ja. Ja, ein Hund ist auf dem Flur. Das ist übrigens der Hausflur, nicht mein Flur. Here we go. Und auch nicht mein Hund. Ja, so, dann werden wir das Ding hier aufessen, weil das muss ich mal hinter der Kamera essen. Oh, jetzt fokussiert das nicht mehr. So. Guckt es euch an, die Kartoffelchen. Here we go. Ja, also, man kann es essen, allerdings ist es für den Geschmack etwas zu teuer, verglichen mit anderen natürlich. Sehr salzig ist es natürlich, wie immer. Fleisch schmeckt okay, fühlt sich aber nicht so gut an. Kartoffeln sind auch okay, aber ich möchte richtige Kartoffeln haben oder die sollten das hier abbilden. Oh ja, ist nur eine Serving Suggestion, ich weiß. Nein. Was erwartet ihr, wenn ihr das kauft? Ihr erwartet bestimmt auch so eine Kartoffeln, oder? Wenn nicht, dann halt nicht. Ihr bekommt so einen Grad, so einen Daumen nach oben. Geschmacklich geht's, aber kaufen würde ich nicht nochmal. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video.